Ich bin Hannah, das hier ist Simply Hannah und das hier ist Folge 10 von meinem Sincere Let's Play. Und ja, es startet damit, dass Lane in den Wehen ist, was ein bisschen blöd ist, weil ich wollte ihr heute eine Babyshower-Party schmeißen. Und natürlich muss sie vorher noch Wehen bekommen und praktisch. Das ist natürlich wirklich ärgerlich, aber so ist es jetzt halt. Also kriegt sie keine Babyshower-Party und kann jetzt ins Krankenhaus gehen. Wir schicken sie allein los. Dann kann Aurora in der Zeit noch ein paar, keine Ahnung, Sachen für die Uni machen oder so. Sie hat ja genug zu tun an der Stelle. Hä? Ich dachte. Kann sie nicht Diego mitnehmen? Ach so, wenn wir mitgekommen wären, hätte sie den mitnehmen können. Naja. Und es ist ein Junge. Es war ja keine Überraschung. Das hatten wir schon auf dem Ultraschall gesehen. Ach, wie nennen wir ihn? Ich glaube, wir nennen ihn Nathan Davis, aber er wird halt nur Nate genannt. Und oh mein Gott, da ist das Baby. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr für den Korb, wie nennt man das? Kinderwiege, aha. Wir könnten es natürlich auch so machen, dass er draußen schläft. Ja, nee, eher nicht. Ich will das Haus aber eigentlich nicht vergrößern. Dann müssen wir erstmal auf unsere Couch verzichten. Hallo. Was? So. Und ich möchte das in grün haben. Oder passt das besser zu unserer Wandfarbe? Haben wir, aber wir haben. Ah, es passt zumindest zu dem Bild. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Na dann, Lane, kümmere dich mal um ihn. Da ist der kleine Nate. Oh, unsere Nachbarn kommen, glaube ich, gerade vorbei, um uns zu begrüßen. Was ein bisschen sinnlos ist, weil bevor ich das Let's Play gestartet habe, haben die auch schon auf diesem Grundstück gewohnt und da sind die auch schon vorbeigekommen. Aber wir können ja einfach sagen, dass sie vorbeikommen, um das neue Baby zu begrüßen. Das wäre natürlich mega cute. Oh, da ist der bekannte Obstkuchen. Wir können ja mal das Baby stolz vorzeigen, obwohl da ist sicher wieder nicht genug Platz. Man braucht ja gefühlt 3 Meter drumherum Platz, um dieses Kackbaby einem anderen Sim vorzeigen zu können. Wetten? Wetten? Kein Platz. Ja, dann muss das halt draußen passieren. Das Grün passt voll zu ihrer Jacke. Aber warum weinst du, weil wir dich geweckt haben? Heul doch. Oh, hat er ja auch gemacht. Okay, Baby wieder zurück. Aber ich finde, sie sollte sich mit Eleanor noch ein bisschen anfreunden, weil sie ist so eine nette alte Oma und jetzt, wo Lane Mutter ist, braucht sie sicher öfter mal ihre Hilfe. What the? Hat er zwei verschiedene Jacken an? Ich bin gerade ein bisschen irritiert, was sein Outfit darstellen soll, aber egal. What? Was ist denn hier gerade passiert? Auf einmal sind sie so die besten Freunde überhaupt. Alles klar. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was die heute noch am Samstag machen sollen, da gar nicht mehr so viel Zeit ist, jetzt da das Baby da ist. Aber ich schätze, Lane könnte mal noch Thiago anrufen, damit er sein Kind mal kennenlernen kann. Ich dachte ehrlich gesagt, er kommt irgendwie von automatisch mit, wenn sie ins Krankenhaus geht, aber anscheinend nicht. Ich lasse Aurora gerade sich noch mit ihm anfreunden. Schließlich ist sie quasi Tante geworden. So gut wie sie und Lane Freunde sind. Och, wie süß. Dumbledore ist gekommen, um das neue Baby zu begrüßen. Och, Dumbledore, du bist so nett und toll. Und sie kommen alle, um das Baby zu begrüßen. Oder vielleicht will sie auch Aurora wiedersehen, aber Aurora, zeig doch mal deinen Neffen Dumbledore. Kriegt er jetzt die Panikattacken für ihre Wehen oder was ist das? Ja, deine Arme sind dezent weird positioniert, aber okay. Dein Sohn? Und sie geht wieder. Sieh es ein, Aurora ist ein freies Pferd. Okay, das war eine komische Formulierung an der Stelle. Es gibt doch diese mit diesem Fitness oder Wellness oder mit irgendeinem Packet so Kopfhörer.
Und die sind eigentlich ganz praktisch, weil man das Spaßbedürfnis so leicht mit denen nach oben pushen kann. Ohrhörer, Lane, besitzbereit? Hä? Bin ich blind? Ja, bin ich. Okay, Ohrhörer einschalten. Was weiß ich. So. Und dann müsste eigentlich ihr Spaßbedürfnis hochgehen von alleine. Ja, perfekt, während sie andere Dinge tut. Das nennt man Multitasking. Und deine Kopfhörer können wir auch mal anschalten. Warte mal, was? Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? What the fuck? Vor allem der Ur-Ur-Urgroßvater lebt anscheinend auch noch bis gerade eben. What the fuck? Wie alt war der denn? Irgendwie würde ich das schon gerne annehmen, aber wir fragen mal unter welchen Bedingungen. Oh, sehr clever. Nun ja, es gibt einige Bedingungen, aber eine dieser Bedingungen ist, dass es keine Bedingungen geben wird. Wenn du nach Bedingungen fragst, also gibt es keine Bedingungen oder hä? Wow, okay, wir haben 2500 bekommen. Ich dachte jetzt, wir wären reich oder so. Naja, egal. Ja, er kümmert sich um sein Kind. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass Nathan Hunger hat und er sich dementsprechend nicht wirklich um ihn kümmert. Oh, nee, doch, er weint immer noch. Komm, fütter du ihn mal. Oh nein, Eleanor Holunder ist gestorben. Oh Gott, wir haben uns gestern erst mit ihr angefreundet und jetzt ist sie gestorben. Oh nein. Eleanor, was soll denn das? Hättest du nicht sterben können, bevor wir uns mit dir anfreunden, ohne Mist? Also Lane braucht anscheinend jetzt auch Fitnessfähigkeit für ihren Studiengang. Und deswegen dachte ich, könnte sie ja heute in ein Fitnessstudio gehen. Und Aurora kommt einfach mit, weil, why not? Sie können ja mal zusammen trainieren, was weiß ich. So, da wären wir. Und es hat übrigens auch über Nacht geschneit, wie man nur schwer übersehen kann. Also dann, Lane und Aurora. Dann trainiert mal. Yo, Lane, Aurora. Voll motiviert beim Sport und so. Wow, Lane, du bist ja schon richtig krass und so. Okay, ich glaube, sie stalkt uns. Zufällig taucht sie nämlich jetzt auch in dem Fitnessstudio auf, wo wir sind. Verdächtig? Ich glaube schon. So, es ist jetzt die Bar nach der Foxbury Teamgeister und da würde ich schon gerne noch hingehen mit Aurora. Ich glaube, Lane bleibt lieber zu Hause bei ihrem Baby, aber ansonsten können wir ja noch Leute mitnehmen. Obwohl Annika erstmal nicht. So, und ich bin der Meinung, wir müssten mal dieses Fass, was wir hier im Inventar haben, nutzen. Auch wenn ich es nicht sehe. Ach hier. Oh, passt das hier irgendwo? Oh, perfekt. Dann lass mal einen Fassstand machen mit Grayson. Yes! Okay, Moment, Moment, Moment. Ich muss mich kurz hier sammeln für die Screechats. Yay! Aurora, Aurora! Oh nein, oh nein! Und sie ist hingefallen. Und Dumbledore lacht sie natürlich aus. Tja, Dumbledore, wenn du zu schwach bist, sie zu halten, kann Aurora ja nichts dafür, Ey, wir müssen doch noch Unijubel oder sowas starten, oder? Probieren wir es mal. Ich dächte, ja, wieder mal. Okay, jetzt haben wir die Aufgabe erledigt und sind hier weiter vorgerückt. Und sie fühlt sich ziemlich selbstbewusst an der Stelle. Okay. Komm, Dumbledore. Alter, Annika ist uns wiederhergefolgt. Was soll denn das? Ich weiß echt nicht, ob Aurora was mit ihr anfangen will. Ich meine, sie ist ein cuter Sim. Also, ich meine, was Ernstes. Aber sie ist halt ein böser Sim. Also, irgendwie. Was mich ehrlich gesagt interessiert, das kann man leider nur im Romantischen machen, aber mich interessiert ultra, ob Dumbledore Single ist, das wollte ich schon die ganze Zeit mal wissen. Also frag ihn mal bitte, ob er Single ist. Weil kann man sich Dumbledore eigentlich vorstellen in einer Beziehung? Ich nicht. Und? Er ist es. Keine Überraschung, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, Aurora nimmt das, was übrig bleibt. Was heißt übrig? Was da ist, ist ja nicht so, als hat sie irgendjemanden gehabt, mit dem sie was hätte anfangen wollen. So, der verhängnisvolle Schrank von Lane und Tiago. Gut, an der Stelle warten wir mal bitte, bis das zu Ende ist. Dafür brauche ich jetzt keine Screenshots zur Abwechslung. Okay, es ist zwar erst um 11, aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit Aurora einfach mal nach Hause. Sie ist ohnehin müde. Warum ist ihr Spaß nicht hochgegangen? Sie hatte gerade. Egal. Okay, wir haben gerade einen Anruf von Thiago bekommen, dass er momentan am Boden ist und nichts zu klappen scheint und er hofft, dass sie ihn aufheitern kann. Ich habe noch nie so eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt auf Aufheitern klicken, ob wir jetzt zu ihm reisen oder. Ah, nee. Du erhellst die Welt mit deinem Lächeln. Alles klar. Was auch immer das gerade war, habe ich echt noch nie gehabt, so eine Nachricht. Aber okay. Alter, die Rechnungen sind echt lächerlich billig. Wir zahlen gerade knapp 200 Simoleons. What the fuck? Okay, also ich habe jetzt den ganzen Montag damit verbracht, die beiden zur Uni zu schicken, ihre Hausaufgaben machen zu lassen. Sie arbeitet gerade noch an ihrer Abschlussarbeit und mehr ist auch echt nicht passiert und mehr wird heute auch nicht mehr passieren. Oh, sie hat den Entwurf fertig. Und ja, also ich glaube, das wird echt wieder eine kurze Folge, aber ich habe 3 Tage gespielt und ich denke, das reicht erstmal. Und ja, nächstes Mal wird es dann wieder ein bisschen spannender, weil Weihnachten ist. Ha! Ich meine, gut, was heißt spannender? Wir haben in dieser Folge, also Lane hat in dieser Folge Nate bekommen. Also ist schon was passiert. Aber okay, egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.